hatte gerade das Beichtgespräch. Ehrlich gesagt habe ich sowas auch super selten, dass Leute sich melden, also und konkret nach einer Beichte fragen. Meistens ist das dann doch eher so also Seelsorgegespräch. Das, ja, also sind auch ernste Anliegen, wie Menschen, die kommen. Also ich hatte, ja, ich will jetzt nicht erzählen, das ist irgendwie, das gehört nicht auf YouTube, aber trotzdem so eine Beichte war dann immer was anderes und ich muss gestehen, ich musste mich vorher auch nochmal informieren, wie das eigentlich ist mit dem Beichtgeheimnis und also wie weit gilt das eigentlich und wann muss ich es brechen oder wann dürfte ich es brechen oder also das habe ich bestimmt mal gelernt in der Ausbildung, aber jetzt vor diesem Gespräch, auch wie das so vorher eingeleitet wurde, musste ich mich da nochmal schlau machen und das war auch echt ein sehr krasses Gespräch. Ehrlich gesagt, ja, sowas geht mir bestimmt noch eine Weile nach. Relativ spät am Abend und ich sitze am Quartalscheck unseres Haushaltes. Ich habe mir das, ja, also mache das einmal im Quartal, lasse ich mir alle Zahlen geben, alle Ausgaben, alle Einnahmen und überprüfe die quasi einerseits, ob sie richtig gebucht sind und andererseits auch, wo wir stehen. Also ich sehe dann immer, okay, im Jahr haben wir hier 10.000 Euro Ausgaben eingeplant und die Auswertung zeigt mir dann direkt an, also jetzt bis Ende September beispielsweise hätten wir eben nur 7.500 Euro ausgeben wollen, haben aber schon 8.000 ausgegeben. Also ich sehe, wo stehen wir. Und ja, kämpfe mich dann hier durch, also ungelogen 100 Seiten Papier, naja, doppelseitig bedruckt, also 50 Seiten vielleicht. Ja, und wenn ich damit durch bin, dann geht immer eine Mail an einerseits die in unserer Gemeinde Buchhaltung macht und andererseits im Kirchenkreis, das ist so die Verwaltungsebene darüber, die von zuständig ist und dann schauen wir, dass wir das ja, Fehlbuchung gleich wieder richtig buchen. Das hilft uns dann beim Jahresabschluss. Oder andererseits sehe ich eben, wir haben schon in der Öffentlichkeitsarbeit mehr ausgegeben, als wir wollten, etc. Das finde ich ganz wichtig, damit nicht immer einmal im Jahr der Schreck kommt, oh je, wo stehen wir, sondern dass man rechtzeitig weiß, wo man steht. Ja, einmal im Quartal steht das an und das dauert immer eine Weile. Aber ich glaube, es lohnt sich. Mit der Zeit vergesse ich, was ich hier schon erzählt habe und was nicht. Mal sehen. Ich bin gerade ganz froh, denn ich habe also gestern Nacht tatsächlich noch den Gemeindebrief abschicken können, also zum Druck geben können. Und eigentlich mache gar nicht ich die größte Arbeit, sondern wir haben jemand, der dafür ja, als Honorarkraft angestellt ist und deshalb haben wir so einen mega schönen Gemeindebrief. Ist das eingebettet? Nein. Ich weiß es nicht. Mir gefällt der mega, aber es liegt nicht daran, dass ich ihn gut mache, sondern halt jemand Professionelles. Und das fühlt sich aber immer gut an, wenn so ein Ding dann auch weg ist. Und ich liefere ja den ganzen Inhalt, also quasi die Texte und Termine und so weiter. Und dann wird das grafisch schön umgestellt. Und jetzt sind die nächsten 3 Monate quasi im Druck und stehen fest. Natürlich, keine Ahnung, was Corona bringt, kann alles wieder anders kommen. Aber ja, ist immer ein gutes Gefühl. Also ich freue mich daran, dass es. Ja, so ein neuer Gemeindebrief ist immer wieder Schwung. Bei uns alle 3 Monate. Und ja, irgendwie ist so der letzte Monat dann meistens so ein bisschen, meistens ein Ausplätschermonat. Und dann kommen wieder 2 Monate Power. Ja, und deswegen freue ich mich. Wir sind nämlich gerade im Ausplätscher und also Ausplätschermonat. Und dann geht's wieder los. Und yay, ich freue mich. Erzähle euch das einfach mal so. Ich bin hochmotiviert. Und habe heute mal keine Fritz-Cola getrunken, wie ihr seht, sondern, wie macht man das? Da, so eine andere Bio-Cola ohne Zucker und auch mit viel Koffein, aber ist nix. Hätte ich mir vor Corona auch nicht vorstellen können, aber gehört auch aktuell zu meinem Job. Mit Zollstock und mit Kreppband. Ja.
Stühle mal wieder stellen und die Markierung nachziehen, damit hier auch alles seine Ordnung hat, ne?